Was mache ich Alter, jetzt? das gibt jetzt gleich so eine fette Max, du Beute. hast hier viel übersehen. Ich habe euch noch nicht einmal getötet. Mit Absicht getötet. Nö. Ist ehrlich so. Das war immer aus Max, Versehen. dich wachsen lassen, ich stehe hier drinnen. Ah. Mir egal. Außer bei Daniel, da habe ich den nicht mit Absicht getötet. Weil der mich angegriffen hat. Achtung, Max, Daniel, aber ich darf abbauen, ne? Nee, ich bin gerade drin und ich komme nicht raus. Nein, nein! Das hat er eben Bronco auch schon mal aber gemacht. Ich brauch das Holz, Dani! Alter, das ist. Wann? Du kriegst die Hälfte von dem ab. Ja, würde ich aber schwer hoffen. Ich krieg ja eh noch Holz von dir. Ja. Das ist nicht zu wenig. Du gibst mir einfach das, was du jetzt eingesammelt hast, und ich gebe dir dann danach die Hälfte. Ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz. Nee, den will ich nicht. Den ja, ich brauch, muss es weg tun. Ich will jetzt hier noch weiter farmen. Farmen? Samen, Max, genau. Wie wär's, wenn du mir jetzt schon mal die Hälfte gibst, dann kann ich schon mal einsortieren. Wieso? Du kriegst doch nachher dann viel mehr, wenn ich... Alter, Max, du machst die Fliegenbäume aus meinem Jump weg, ja? Oh. Kleiner Hoden. Max gehört? Paul, willst du noch mal zugucken, wie ich ein paar Dschungel setze? Mach die weg. Mein Gott, schlecht. Was mach ich das in deinem hässlichen Wald auch? Das sagt Dani, hast du noch die restlichen? Ach, behalte sie einfach. Ich kann dir noch gerne was abgeben. 4, hab noch. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, ich brauche nur langsam wieder 16, 17, 18, 19. Also. Alter, wieso müssen da so hässliche Bäume entstehen? Ich gehe auch Holz fahren. Ihr wollt euch ja nur alle kostengünstig das holen. Was ist denn kostengünstig? So kostengünstig. Du kriegst eh die Hälfte, ey. Ja, wie ihr zahlt, ey. Und ich mach keinen Gewinn. Und ich verliere. Alter. Du bist manchmal echt ein Klumpen, ne? Ja, wie du. Es kommt das gleiche für dich dabei raus. Ja, schon. Es ist klar, es hat sich nichts geändert. Nur, dass es schneller geht. Und wenn ich ewig auf dich warte, dann bist du Holz. Dass du das nicht ernsthaft meint, oder? Was? Natürlich, wenn du ernsthaft meinst. Ich meine, das war gerade wirklich ernst, weil ihr jetzt alle die Goldaxt habt und da einmal durchgeht und die Hälfte von dem Ganzen behalten dürft. Und ja, wie es davor auch war. Ja, aber da müsstet ihr richtig fett investieren und da habt ihr mich das lieber. Was heißt denn richtig fett investieren? Ja, für Werkzeuge. Weil kostet ja schon ein bisschen. Ja, es liegt ja nicht an dir, es liegt ja an Max. Max stört's ja auch nicht. Mich aber umso mehr, weil er die Rohstoffe von mir kriegt. Wir brauchen trotzdem für alles Werkzeuge. Und so oft macht man sich auch nicht eine Axt. Kommt drauf an. Ja, wir müssen das jetzt dann ausmachen mit der Goldaxt, weil die geht ja nicht weg. Egal was du tust, wenn du irgendwo rechts wenn die kaputt geht und du irgendwo rechts gekillt machst, dann ist sie wieder da. Ey, du brauchst gar nichts machen, du musst einfach nur einen Moment warten. Dann würde ich nämlich sagen, wenn sie einmal kaputt gegangen ist. Nee, Max, ich suche einfach nachher ein neues Plugin aus, oder morgen oder so. Okay. Dass man die, und wenn es halt dann nicht geht, entweder raus tun komplett oder halt dann wegschmeißen. Vergraben irgendwo dann. Weil das ist dann scheiße so. Scheiße so. Zählt jetzt eigentlich das Holz separat? Also wenn ich jetzt Oakwood habe und alles gemeinsam. Nein. Alles gemeinsam. Ja, klar, kann ich dann sagen, ja wenn Sache. Ich jetzt halt hier 3 Stacks Oakwood habe und 5 Stacks Dschungelholz, dann kann ich jetzt sagen, ich gebe dir ein Stack. Nein, das eben nicht. Das eben nicht. Du musst von jedem die Hälfte abgeben. Okay. Also zählt es eigentlich separat, aber alles zusammen natürlich. Ja. Oh ja. Von jeder Sorte einfach die Hälfte abgeben. Genau. Okay. Oh, es ist schon wieder Nacht. Es ist trotzdem diese hässlichen Tiere, die greifen einen immer an. Dani, bist du zu Hause gerade? Ja. Dann bring ich dir mal eben Holz vorbei. Ja, fick dich! Nein, du bist doch nicht mehr zu Hause, glaube ich. Doch, bin ich nicht zu Hause. Man spawnt gar nicht am Bett, gell? Das ist voll behindert.
Ja, echt richtig nicht. Also tja. Nee. Du spawnst du. Du spawnst irgendwo neben so. Ja, das ist das Spawn. Könnt ihr Slash Home machen? Ja, könnt ihr. Ich kann Slash Back machen. Ja, Back ist ja behindert. Kannst du auch Home machen. Also Home geht, Home Bad kannst du machen. Ja, ist ja gut. Naja, geht schon. Also bei mir geht's mit Slash Home. Ja, dann hast du nur ein Home. Ich hab irgendwie keine Ahnung warum, aber drei Homes. Oh, jetzt hat der Creeper mir meine ganze wahrscheinlich von letzten Mal noch. Allein ich würde dort weggehen. Ja, ich werde gerade geschossen. Ich hab einen Bogen, cool. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Glas und dann muss ich das irgendwie noch umarbeiten. Das hat nicht so ganz funktioniert. Krieg dich, und, du hässliches Skelett. Hey, aber nee. Die haben den Aimbot von den Skeletten ein bisschen rausgetan, ne? Skeletts? Skeletten. Dann hier. Ja. Geht doch. Wow, ich bin Level 5 von ferne. Oh mein Gott. Warte sofort. EP liegt hier rum. Da, ich komme. Nee, nur zu gucken. Ich komme ja. Lass mal. Max, willst du gucken? Warte, ich bin hier gerade wo ganz woanders und werd richtig dick beschossen. Okay, dann nicht. Warte kurz. Oh, du Homo. Ja, die Hälfte fliegt da jetzt noch. Viel Spaß damit. Max, du machst aber mir noch weg, ne? Jojo. Wer nicht? Irgendwann. Dann töte ich dich. Alter, du hässliches Scheißding, ne? Max, dann habe ich einen Grund, dich zu töten, ne? Ja, wenn du mich tötest, dann tötest du mich? Dann tötet der dich. Dann gebe ich dir einfach auch keine Waffen mehr. Und keine Ausrüstung mehr. Ja, dann mach die Bombe ja weg. Ist alles in Ordnung. Schon mal aufgefallen, dass jeder seine Goldaxt alleine gemacht hat, ohne zu Max zu gehen? Ja, genau, stimmt. Halt doch dein Maul. Ja, ist auch Gold, Mann. Das ist Geld. Wir können ja nicht Geld geben. Ja, trotzdem. Colin. Erstmal haben wir für Gold keinen Preis gemacht und gar nichts. Ja, aber trotzdem ist es ein Werkzeug, das finde ich jetzt schon ein bisschen geil. Ja, dann kriegst du halt die Grundgebühr. Die 9. Ach so, nur 9 und dann nichts mehr. Wie viel willst du denn dafür sonst haben? Für Geld. Das ist eine übelst überpowerte Axt. Max, kannst du so schnell. Max, das ist unser Geld, was wir in unsere Werkzeuge fahren. Also wir haben unser Geld quasi dafür genommen. Also soll ich dir quasi Geld geben, damit du mein Geld verarbeitest oder was? Ja, macht doch keinen natürlich. Sinn. Nein. Alter, das für einen Sinn? Das ist doch scheiße. Was macht denn das für einen Sinn, Max? Ich gebe dir höchstens. Max, normalerweise bezahlst du die Grundgebühr und du bezahlst dafür, dass du für den Rohstoff. Dass ich es verarbeite, ja. Ja, und so müsste ich jetzt die Grundgebühr bezahlen. Aber Gold ist doch auch ein Rohstoff. Nee, eben nicht, das ist ja das Geld. Gold ist aber theoretisch auch ein Rohstoff. Ja, aber eigentlich ist es Geld. Colin, ein Centstück ist auch ein Rohstoff. Oder? Oder es besteht aus einem Rohstoff. Oder ist es bei dir Luft? Geld. Es ist bei mir Geld, aber es ist doch ein Rohstoff, oder? Das ist Geld. Weiß ja nicht. Bei mir ist es ein Rohstoff. Nein, das ist Geld. Keine Ahnung, was das alles ist. Kupfer, ja. Was weiß ich alles? Nein, das ist Geld. Nein, dann ist es auch ein Rohstoff. Also, kriege ich Geld von euch, Mann. Ja, Grundgebühr, sag ich doch. Und dann müssen wir noch ausmachen, wie viel Gold jetzt kostet. Geld-Junkie. Was heißt die Geld-Junkie, Mann? Ja, ist so. Das ist mein Abo, geil. Max, das geht jetzt nämlich genauso los wie bei mir mit dem Holz. Ja, aber du weißt, was ich meinte. Ja, damit. Was anderes. Du kriegst ja was dafür und ich würde jetzt gar nichts bekommen. Grundgebühr. Na klar. Ja, die Grundgebühr, aber auch mach davon. Nur die Grundgebühr. Weil du unser Geld verarbeitest. Ja, Colin, ist doch ein Rohstoff, Mann. Bist du eigentlich vollkommen. Also muss ich dir, Max, muss ich dir quasi mein Geld geben und dazu nochmal Geld, dass du mein Geld verarbeitest? Was macht das für einen Sinn? Ja, weil das sind Goldbarren, das ist dann. Das ist mein Geld. Goldnuggets sind, ist das Geld, ja, aber nicht die Goldbarren. Das ist genauso das Geld. Oh, Mine. Max, also muss ich dir quasi Geld geben, damit du mein Geld verarbeitest. So, genau. Also gebe ich dir mal die Grundgebühr, denn die Grundgebühr ist ja die Verarbeitungsgebühr. Genau, da müssen wir jetzt noch ausmachen, wie viel. Das ist ja nur für die. Wie viel Geld kostet? Wie viel Geld kostet? Ah, okay. Aus Gold. Wie viel Geld kostet? Es geht darum, dass ihr diese Goldaxt habt, die eh schon voll überpowered ist. Also müssen wir jetzt gerade ausrechnen, wie viel Geld kostet. Macht das für einen Sinn? Was macht das einen Sinn jetzt noch mit dem Ding, das zu machen, beziehungsweise das zu lassen? Guck mal, Colin, wenn du jetzt einfach das machen kannst, dann kannst du einfach die ganze Zeit farmen. Ne, eben nicht, weil irgendwann geht ich kaputt. Und ich muss nein, das ist ja auch kostbar. Ja, noch nicht, das haben wir doch gerade gesagt, dass wir es ändern. Wer ja, ist in meinem Haus? Trotzdem. Dann kannst du auch sagen, ja, jetzt mache ich mir einfach eine Eisenspitzhacke. Was wollt ihr in meinem Haus? Wer ist in meinem Haus? Ich hab mich gerade vor den Zombies gerettet.
Wie seht ihr beide das? Wollt ihr das an jetzt auch kostenlos haben oder wie? Nee, ich würde einfach. Na gut, jetzt haben wir alle davon profitiert. Max hat das ja auch gemacht. Er hat ja auch sein Geld umgewandelt. Er hätte ja von mir theoretisch auch die Eisen, die Goldbarren holen. Richtig, ja, müsstest du auch das Geld, müsstest du auch die Hälfte von deinem Geld abgeben, weil es ja ein Rohstoff ist. Ja. Das ist halt der Gewissenskonflikt. Ja, aber toll, dann machst du dir das, dann machst du dir keine Max, Danny kriegt keine Rohstoffe, du kriegst kein Geld. Also müssten wir quasi unser Geld. Danny kriegt Rohstoffe. Nee, er kriegt das Gold ja nicht. Ja, aber er kriegt das übelst viele Holz. Max, es geht um das Gold gerade und nicht um das Holz, du Affe. Da müsste ich quasi mein Gold, was ich farme, müsste ich mir überlegen, will ich das jetzt sofort in eine Axt umwandeln oder will ich das als Geld nutzen? Aber schau mal, ihr habt jetzt auch schon Eisen hacken gekauft. Wer kauft es jetzt noch? Keiner. Ich kaufe noch Äxte. Keine. Ja, Äxte kauft man aber sowieso nicht so oft. Also Äxte habt ihr schon öfters gekauft. Ja, aber nicht mehr so oft, weil wir später. Wir wollen ja auch gerade unsere Häuser. Schon mal erzählt, ich hab wieder dir. Was hast du? Aber Colin, schau mal, du kriegst jetzt halt für eine Gold Axt kriegst du etwa 5 bis 10 Stacks Holz. Ja. Ja, dafür brauchst du etwa 5 Eisenspitzer. Weißt du, wie viel Geld das ist? Da mache ich übelst einen Verlust damit. Danny nicht, oder was? Danny nicht, nein, weil er kriegt das Holz. Max, du schon aber ihr sagt. Wieso Holz denn jetzt schon wieder? Max, ich bin der ganz hinten am Hebel sitzt, weil ich bin der kein Geld kriegt, nur Rohstoffe, beziehungsweise Rohstoffe, auf denen ich sitzen bleibe, weil ihr selber losgeht und euch das Zeug holt. Das ist nämlich die Sache. Hä? Ja, du kriegst doch alles zurück? Indirekt kriege ich es, nur als Rohstoff. Aber was soll ich mit Rohstoff, wenn es keiner kauft von euch, weil ihr alle die schöne Axt habt? Ich habe jetzt schon die ganze Zeit Holz von dir gekauft, die letzten Max, Aufnahmen. Ja, ich habe Stein von dir gekauft, ich habe Eisen von dir gekauft. Ich habe alles von dir gekauft. Außer Diamanten, das habe ich alles gekauft von dir. Und Gold natürlich nicht, weil ich kann ja nicht Gold mit Gold bezahlen, das ist irgendwie behindert. Ich rede gerade von jetzt und nicht von letzter Zeit. Ja, jetzt geht es weil halt so viel Holz, wie ihr jetzt schon zusammen sind doch Colin hat mir das 4 Stacks gegeben. Das macht 4 Stacks. 2 Stacks waren das schon, okay. Jetzt, dann 2 Stacks. Macht trotzdem 2 Stacks für ihn. Und wie viel macht das für mich? Ja, 20 Gold. Trotzdem kriegst du, was hätte ich mir für die 20 Gold holen können? Beinahe eine Axt. Ja, Dani. Du machst dir ein. Man macht sich eine, Nee, ich meine jetzt eine normale eine Axt. Eisen, das sind doch jetzt zwei verschiedene Dinge. Geht's jetzt um die Themen oder geht's? Ja, ich muss doch trotzdem davon leben. Und ja. Ich muss mir noch Nahrung kaufen bei Colin. Schau mal, wenn ihr jetzt eine Gold Axt macht, könnt ihr circa. Wie viel Stacks, sagen wir mal, eine Gold-Axt sind jetzt 5 Eisenäxte. Sind 5 mal 36 Goldnuggets. Dann mache ich wegen einer Gold-Axt mache ich übelsten Verlust. Max, du flamest Danny voll, dass er sich beschwert wegen Dingensen? Aber Danny ist ja schon von Anfang an so, da kann ich ja nichts machen, aber bei mir ist jetzt nur wegen der Gold-Ding so. Ja, bei mir ist es jetzt erst recht wegen dem Goldding so. Ja, dann machen wir. Weißt du, wir mal einfach raus. Fertig. Raus, oder? Dann kriege ich jetzt alle eure Texte. Nein. Ich lösche die einfach nachher. Du kriegst gar nichts von mir. Oder wir tun einfach das Plugin raus. Das habe ich doch gesagt. Ja, habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Dann, Das war doch gerade das Thema. Vergräbt jetzt jeder seine Gold. Nee, aber erstmal, ich krieg bald. Ich cheate mir jetzt erstmal 3 Goldbarren. Ich hab keine. Das ist mein Vorteil. Weil ich kein Geld krieg. Ja, du hast eine Goldaxt, du Affe. Ja. Das waren auch meine letzten 3. Ja, das heißt, du kriegst die jetzt wieder zurück. So, dass jetzt, dann darf nur Danny das machen. Ja, das wäre nämlich am rechtesten, weil ihr kriegt ja meistens. Dann machen wir es einfach raus, fertig. Nee, dann gebe ich sogar Max dafür das Gold zurück. Wenn ich was kriege oder ich gebe ihm Diamanten dafür. Dann machen wir es halt so. Wenn, dann machen wir es einfach ganz raus, fertig. Wieso baust du hier mal ein Holz ab, Max? Hast du ja gar nicht. Wäre jetzt dein ganzes Haus weg, Turbine. Ja, ist ja in Ordnung. Weil ich habe keine Eisending dabei. Gold. Ne, Gold meine ich ja, tut mir leid. Oh, sorry. Oh, nein, Eisen habe ich nicht dabei. Deswegen hab ich keine Gold. Ja.
Achso, du bist noch da. Wieso hab ich eine Holzaxt? Steht da. Nee, ich kann ja eh nichts mit Word Edit machen. Langsam bin ich echt dafür, dass wir das Handelssystem rausschmeißen. Was? Rausschmeißen? Das Handelssystem, weil das wird langsam echt zu kompliziert und zu blöde. Ja, nein, es ist viel geiler, Mann. Vor ein paar Folgen gesagt, ihr nee. Ja, ich hab auch nie was